Ich begrüße jetzt hier bei mir einen der Eisverkäufer der Eisheiligen am Sportstrand in Sinnewitz und sage Hallo zu... Hallo, ich bin der Roy. Ich bin 22 Jahre alt und komme eigentlich aus Heringsdorf, verbringe aber meinen ganzen Sommer fast hier in Sinnewitz am Strand zum Eisverkauf. Ich bin zurzeit seit letztem Jahr Student. Wie sieht denn dein Job genau aus? In der Regel fange ich gegen 9:30 an, die Vorbereitung zu machen. Das heißt, Bockwurst einzuzählen für die warmen Speisen, die wir haben. Oder aber Getränkeboxen zu packen, weil da auch sehr, sehr viel Nachfrage besteht. Und natürlich den Buggy aufzufüllen mit Kaffeebecher oder halt mit Milch und Zucker und alles, was dazugehört. Was verkauft ihr denn alles? Wie schon gesagt, verkaufen wir an warmen Speisen Bockwurst. Ganz klar Eis, eigentlich unser Hauptverdienst, und halt ansonsten sehr, sehr viel Kaffee, weil die Kaffeerunde hier am Strand sehr, sehr gut angenommen wird, und natürlich auch kalte Getränke. Macht der Job Spaß? Er macht auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß. Also man kann sich eigentlich keinen besseren Job im Sommer vorstellen. Wie sieht's denn aus mit dem Flirtfaktor? Ja, der Flirtfaktor spielt natürlich eine sehr große Rolle. Also man bekommt so einiges mit, wenn dann aus dem Strandkorb so manches Zugezwinker kommt und die Sonnenbrille auf die Stirn gesetzt wird, aber sicherlich ist das eine schöne Sache und so, aber wenn man natürlich eine Freundin hat, dann kommt das natürlich nicht in Betracht, aber es macht auf jeden Fall Spaß. Erzähl uns doch mal deine lustigste Geschichte rund ums Eisverkaufen. Die lustigste Geschichte, also es gibt viele lustige Geschichten. Ich weiß gar nicht mehr, wann es war. Da war es so gewesen, es war mal wieder ein heißer Tag, kam jemand zum Buggy an und wollte gerne was zu essen kaufen, Bockwurst. Und das Witzige war gewesen, dass wir am FKK-Strand waren. Derjenige dann mich aufforderte, ihm eine Bockwurst herauszugeben, die länger sei wie seine. Da wusste man im ersten Moment gar nicht, was man dazu sagen sollte. Man hat natürlich drüber gelacht. Er hat natürlich auch mitgelacht. Sicherlich gibt es auch noch andere lustige Sachen, indem man vielleicht die Strandbesucher fragt, ob sie jetzt Senf oder Ketchup zur Bockwurst möchten. Und man dann als plumpe Antwort kriegt, nichts von beiden, ich hätte gerne lieber Mostrich. Was soll denn ein Bewerber mitbringen, wenn er bei euch arbeiten möchte? Auf jeden Fall sollte der Bewerber gerne am Strand sein. Er soll belastbar sein, da es auch an sehr, sehr heißen Tagen dem einen oder anderen wahrscheinlich nicht so leicht fallen wird, dem Beruf nachzugehen. Er sollte sich gut organisieren können, freundlich sein natürlich, belastbar sein, gut im Team arbeiten können. Ansonsten müsste es das eigentlich schon gewesen sein. Leute mit Sonnenallergie fallen aus? In der Regel schon. Gibt es denn irgendein Mindestalter, was man mitbringen muss, um bei euch arbeiten zu dürfen? Also ich denke mal, da die Arbeit sehr, sehr belastend auch teilweise wirken kann, obwohl sie sehr, sehr viel Spaß macht, sollte man wahrscheinlich schon mindestens 16 Jahre alt sein. Vielen Dank für das Gespräch, Roy. Wir wünschen dir noch einen schönen Tag und viel Umsatz. Ja, vielen Dank.